meine verehrten Damen und Herren, ich heiße euch willkommen zu diesem neuen Video. Hallo fürs Einschalten. Und zwar habe ich jetzt schon einige Zeit versucht, dieses Video zu drehen. Allerdings habe ich es aufgrund von schlechtem Wetter und erheblichen technischen Problemen. Treue Hörer wissen, ich habe Probleme mit Windschildern und ich habe Probleme mit GoPro-Kameras. Und deswegen hat das Video jetzt etwas auf sich warten lassen. Kurz eine Frage in eigener Sache. Gefällt euch das Reden mit euch in der Form besser? Oder ist euch das so lieber, wenn es so ein bisschen mehr persönlicher kommt und man vielleicht auch ein bisschen mehr von der Umgebung sieht, von dem Motorrad? Schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren, weil ich nämlich so ein Stück weit überlege, wie ich das vielleicht mit dem Filmen auf dem Motorrad auch ein bisschen anders machen kann, aber dazu später mehr. Dieses Video hat einen ernsthafteren Hintergrund und zwar möchte ich meine Reichweite in Anführungszeichen für eine Sache nutzen, die mir ziemlich am Herzen liegt, mit der ich persönlich aber, glaube ich zumindest, noch keine intensiven Berührungen hatte, aber ich einfach daran glaube, dass man mit so ein bisschen Hilfe das Thema einfach in der Wahrnehmung der Gesellschaft etwas verändern kann. Und zwar geht es um das Thema Depression. Einige von euch, die auch meinen Podcast Gang rein und los kennen, die haben mit Sicherheit die Folge gehört mit dem Erik und dem Dieter Schneider. So, und dieses Video widme ich auch Dieters Projekt, dem Fellows Ride, der letztes Jahr in Würzburg gestartet ist. Ich krieg's jetzt nicht mehr aus dem Kopf zusammen, wie viele Leute es waren. 450, 600. Ich blende euch das ein. Und dieses Jahr gibt es insgesamt 6 Termine. Und die blende ich hier auch mal ein, weil ich sie jetzt im Kopf nicht habe. Und ich würde euch einfach bitten, geht dahin, fahrt damit, spendet auch etwas und guckt euch auf jeden Fall Dieters Film an. Ich packe das alles hier unten in die Videobeschreibung. Und das ist letztendlich, ist das Werbung? Keine Ahnung. Also ich bekomme dafür auf jeden Fall kein Geld. Ich möchte euch einladen, euch das mal einfach näher anzugucken. Es gibt sogar 2 Gründe, warum ihr das machen sollt. Wenn ihr vielleicht auch ein bisschen mit der GoPro rumfilmt, muss jetzt gar nicht auf dem Motorrad sein, und wollt mal sehen, wie man von einer Reise, in dem Fall Weltreise, Aufnahmen dann mit oder durch professionelle Hand aufbereiten möchte, aufbereitet sehen wollt, dann guckt euch auf jeden Fall den Film an. Ich glaube, der kostet 5 Euro, 5 Dollar, 6 oder keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall wert. Vor allem wegen der Geschichte. Ich will nicht allzu viel spoilern. Ich sag nur, der Dieter hat einen schweren persönlichen Verlust erlitten durch eine Depression und er fährt um die Welt, um sich anzuschauen, wie gehen andere Kulturen, wie gehen andere Gesellschaften mit dem Thema um. Und wie vorhin gesagt, ich habe wenig Berührungspunkte damit, aber wenn ihr mal ein bisschen die Augen aufhaltet, auch in unserer Szene, ja, oder in der Motorsport-Szene, ich folge jetzt dem JP Performance Kanal nicht, habe das nur über Umwege mitbekommen, dass der Kerl auch unter einer Depression litt. Ich habe gestern in den YouTube-Vorschlägen Kurt Krömer, ist auch bekannt, spricht auch offen darüber. Und letztendlich mein Appell dieses Videos ist einfach, macht euch mal drüber Gedanken,
Und wir müssen irgendwie helfen, dass das Thema einfach nicht mehr als so eine, ja, weiß ich nicht, eine verpönte Krankheit oder irgendeine eine Schwäche, eine psychische Schwäche angesehen wird. Das ist einfach eine ganz normale Krankheit. Wir reden ja auch über, wir gehen ja zum Zahnarzt, ich habe ein Loch. So, das ist natürlich auch, wieso habe ich ein Loch? Weil ich mich schlecht ernähre, vielleicht, ja, oder weil ich schlechte Veranlagung habe. Was ich sagen will, dieses Thema Depression, das ist heilbar. Und bevor die Leute sich am Ende das Leben nehmen, sich vielleicht auch nicht trauen, darüber zu sprechen, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass das Thema auf ja, die Tagesordnung kommt. Ich persönlich hatte wenig Berührungspunkte bisher damit, habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, sorry. Aber ich bin jetzt über den Erik zum Dieter gekommen. Letztes Jahr hatten wir auch schon überlegt, zum Fellows Ride zu fahren. Da haben wir dann aber uns für eine andere Tour entschieden. Und ich weiß noch nicht genau, an welchem ich teilnehmen kann. Aber ich werde auf jeden Fall an mindestens einen teilnehmen. Wahrscheinlich Wolfsburg. Und wenn ich den einen oder anderen animieren kann, sich damit auseinanderzusetzen, da vielleicht auch etwas anders drüber nachzudenken, den Film zu gucken oder auch zu spenden, um das ganze Projekt Fellows Ride etwas zu unterstützen, dann habe ich tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal ein Video gemacht, was einfach wirklich einen Sinn hatte. Also das, wonach ich immer gesucht habe, irgendetwas, was mal wirklich eine Relevanz hat, das ist das. Also schaut bitte in die Kommentare rein. Schaut euch den Film an. Ich verlinke euch auch den Trailer und kommt zu einem Fellows Ride. Würde mich wirklich, wirklich wahnsinnig freuen. Für mich soll es das gewesen sein. Schön, dass ihr da wart. Guckt bitte in die Videobeschreibung, in die Links rein. Abonniert den Kanal und fahrt beim nächsten Mal wieder mit. Ich sag, das war der Ausreiter. Auf rein. Ciao. Ach, guck mal, hier auch noch an. Wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön.